Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 5 Übungen für einen entspannten und schmerzfreien Nacken. Bevor wir jetzt mit den Übungen starten, warum schmerzt der Nacken oft? Das kann einerseits daran liegen, dass wir uns im Alltag so verhalten, krumm gehen und deshalb wir den Kopf, der ca. 5 Kilo hat, den ganzen Tag mit unserem Nacken halten müssen und dann verspannt sich der natürlich. Also wenn wir aufrecht stehen, kann der Kopf auf den Schultern ruhen, dann ist auch der Nacken entspannter. Oder wir haben viel Stress, dann, das kennst du bestimmt, ziehen wir die Schultern nach oben und versuchen, diese Schulterheber sind Atemhilfsmuskeln, freier zu atmen, trotz Stress, indem wir eben die Schultern nach oben ziehen. Also Entspannung ist wichtig, aber auch Arbeit mit der Haltung ist wichtig und natürlich unsere Wahrnehmung. Und wir starten gleich mit unserer Wahrnehmung, denn dem Nacken tut richtig gut, wenn wir ihn massieren oder abklopfen. Und das probieren wir jetzt mal. Mach mal deine Hände warm. Reib deine Hände, bis sie richtig schön aufgewärmt sind. Und dann sensibilisieren wir unseren Nacken etwas, verbessern die Körperwahrnehmung, indem wir von oben an der Wirbelsäule entlang nach unten streichen. Oder sogar auch richtig massieren den Nacken, also einfach kneten. Mach genau das, was dir gut tut. Das ist richtig. Also immer wieder von oben nach unten wegstreichen oder wirklich massieren. Das kannst du auch mit einer Hand den einen Nacken oder gleichzeitig. Oder auch mal so ein bisschen abklopfen oder mit den Fingerspitzen. Probier dich aus. Teste so ein bisschen rum. Dann ist noch eine Möglichkeit, warum wir da oft zu fest sind, dass wir zu wenig beweglich sind in der Brustwirbelsäule und im Schultergürtel, in den Schultergelenken. Und da wollen wir natürlich auch mobiler, beweglicher werden. Wenn du das Gefühl hast, du hast die Wahrnehmung hier schon verbessert, dann schüttel deine Hände ruhig aus. Lass die Arme locker, steh aufrecht jetzt und aufrecht stehst du am besten hüftschmal mit durchlässigen Knien, gehobenem Brustbein und Blick im Horizont, leicht nach vorne abfallend. Merkst du bestimmt schon, dass du dich mehr entspannst da oben. Und jetzt lass deine Schultern rechts und links im Wechsel nach hinten kreisen, sodass du deine Schultergelenke, deinen Schultergürtel und sogar deine Brustwirbelsäule schon etwas mitbewegst. Also erste Übung war massieren, zweite Übung Schulterkreise, die du jederzeit in deinen Alltag mit einbauen kannst, auch mal gleichzeitig. Wichtig ist locker, ohne Muskelkraft, also ganz eine entspannte Bewegung. Geht auch im Sitzen sehr gut. Vielleicht knirscht es auch ein bisschen, die Verspannungen da oben. Dann, dritte Übung, kommst du ganz leicht in die Grätsche, Knie nach außen, Ferse heben und deine Arme rumpendeln lassen. So, jetzt kommen wir zur Brustwirbelsäule, die wir rotieren, beweglich machen. Arme schwingen, klopfen entspannt um den Körper und nimm ruhig auch deinen Blick mit. Beweg deine Halswirbelsäule mit. Eine Rotation der Brustwirbelsäule, wenn die zu fest wird, müssen wir das mit dem Nacken ausgleichen, dem Hals, und dann verspannt sich der Nacken auch gern. Bleib jetzt mit den Füßen stehen und mach nur die Arme. Knie bleiben gebeugt, Becken ist fest, nur oben dich bewegen. Es geht auch um Sitzen. So langsamer machen, wichtig ist, wieder locker bewegen. Okay, dann kommst du wieder zurück zur Mitte. Jetzt wollen wir die Muskeln stärken, die unsere Schultern nach hinten unten ziehen, die uns aufrichten. Dazu, vierte Übung, kommst du etwas in die Vorbeuge,
Gewicht nach vorne, Bauch spannen, Rücken gerade, Daumen Richtung Decke, Schulterblätter küssen sich da hinten, so richtig zusammenziehen und deine Arme wieder nach vorne nehmen. Nochmal hoch, wieder nach vorne, Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Also versuch nach diagonal vorne deinen Blick zu richten. Und dann bleibst du oben, machst ganz kleine hier rein in die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern. Und wenn du zu mir schaust, dann immer über die Seite, dass der Kopf in Verlängerung bleibt, also nicht unbedingt nach vorne. Jetzt werde ich auch ein bisschen zur Seite drehen. Auch spannend. Letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halten, kurz wieder lösen, aufrichten, einen Moment entspannen, Schulter kreisen. Wir starten einfach bei der zweiten Übung nochmal ganz locker lassen. Die erste Übung war das Massieren, Abklopfen. Vielleicht hast du jetzt auch schon ein lockereres Gefühl, kannst dich besser und lockerer bewegen, oder? Hat sich was verändert? Gerne dann kommentieren, freue ich mich immer. Wenn du hier locker genug bist, dann schwingst du wieder rum, lässt deine Brustwirbelsäule rotieren. So, dritte Übung. Und immer den Atem fließen lassen, ganz bewusst. Sobald wir die Luft anhalten, kommen die Schultern Richtung Ohren nach oben und das wollen wir ja verhindern. Lass deine Knie in der Mitte, nur den Brustkorb, die Brustwirbelsäule. Wir haben ja noch keine fünfte Übung, das ist ja erst jetzt die dritte. Und dann hatten wir natürlich auch noch die vierte. Du bleibst in der Mitte, neigst dich ein Stück nach vorne. Arme zur Seite, Daumen Richtung Decke, noch einmal tief und wieder hoch, bewusst nach oben. Bleib oben, mach ganz kleine Ziehen. Noch 4, 3, 2, halten. Wenn es nicht mehr geht, immer Pause machen. Lösen, aufrichten, locker lassen, Rücken kurz ein bisschen durchlockern. Unsere letzte und fünfte Übung, die du zwischendurch immer mal wieder machen kannst. Zieh deine rechte Schulter tief, nimm den Kopf mit dem Ohr in Richtung Schulter, blick zu mir und spür jetzt die Dehnung im Nacken. Da leicht ziehen und hier locker lassen. Und dann ganz leicht dein Kinn eindrehen. Und jetzt merkst du etwas weiter hinten, oder? Die Dehnung. Dann lässt du den Kopf nach vorne kreisen. Kommst mit dem Ohr zur anderen Schulter. Hier ziehen, rechts locker. Leicht eindrehen, etwas weiter hinten spüren. Vielleicht hat dir die eine oder andere Übung ganz besonders gut getan, dann mach's öfters. Vielleicht machst du auch die ganze Abfolge öfters. Lass den Kopf dann nach vorne hängen. Spür auch die Muskeln hinten. Ganz schwer fallen lassen. Ausatmen, Kopf aufrichten. Krone auf den Kopf setzen.
Denk an deine Haltung öfters am Tag. Ist locker. Jetzt zieh die Schultern bewusst nach oben. Ausatmend. Einatmend. Tief. Aus. Ein. Damit du bewusst beim Einatmen deine Schultern unten hältst. Ein. Noch einmal. Halte hier unten. Lass locker. Wenn du möchtest, streckst du dich, räkelst dich, ziehst dich lang. Das ist eigentlich so die sechste Übung, die du immer jederzeit zwischendurch machen kannst. Aber ganz speziell für den Nacken waren jetzt wirklich die ersten fünf. Und ich hoffe, sie tun dir gut. Beweg dich und hör natürlich in der Aufrichtung auf. Steh nochmal hüftschmal, Knie durchlässig, Brustbein gehoben, Blick im Horizont, stolz und ganz aufgerichtet. Sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also wie gesagt, gerne unten kommentieren. Wenn es dir gefallen hat, sehr gerne auf Gefällt mir drücken, meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Danke, danke. Der Link ist unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Da, wenn du draufklickst, dann könntest du mich mit 2,50 Euro monatlich, 5 Euro, 10, 20, 50, was es dir wert ist, unterstützen. Auf jeden Fall danke. Und wenn du mehr für den Nacken suchst, gib einfach in die Suchzeile von YouTube Gabi Fastner Nacken ein, dann findest du noch mehr Videos zum Thema. Oder sei ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich schon. Bis dann.